Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dungeons & Dragons Dark Alliance. Zuallererst mal wieder vielen, vielen Dank an all meine Unterstützer, sei es hier mit Creator Code Montix oder sei es über den Supporters Club. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, was möchte ich euch im heutigen Part zeigen? Ich denke, drei interessante Sachen wahrscheinlich. Zuallererst die ersten 5-6 Minuten, wenn ihr euch das nicht reinziehen wollt, bin ich hier wieder in den ersten Level oder ersten Stage gegangen, sozusagen, bei den Endboss, Bangors Brücke oder wie das Ding heißt. Ja, und hab dort Folgendes gemacht. Bin mit Aurella hingegangen, hab mir angeguckt, okay, wo kriege ich genau die Zeltplätze, die Rastplätze. Und an diesen Stellen, nur an diesen Stellen, habe ich dann die Monster bekämpft. Mehr schlecht als recht, so rum. Auf höherer Schwierigkeitsstufe natürlich, auf einer Schwierigkeitsstufe, die zu meinem Equip passt, aber wo ich trotzdem halt ordentlichen Loot abgreifen kann. Ich glaube Schwierigkeitsstufe 4 oder sowas müsste das gewesen sein, 3 oder 4, na 4 glaube ich, hätte ich müssen mal wieder gucken, wäre auch sinnvoll gewesen. Auf jeden Fall dort, wo ich das erste Mal praktisch den 4er Loot bekommen kann, den 3er oder 4er Loot, müsste glaube ich Schwierigkeitsstufe 4 sein. Müsste 4 sein. Ja, und hab dann halt eben dort die Gegner halt bekämpft, sodass hier der Rastplatz zur Verfügung steht, und den habe ich dann immer wieder abgelehnt, um den Seltenheitsbonus nach oben zu drücken. Das seht ihr jetzt, das habe ich glaube ich an 3 oder 4 Stellen daneben gemacht. Sonst bin ich immer durchgerannt, habe auch nichts weiter eingesammelt oder sowas. Maximal mal die Steinchen, die außen lagen oder sowas, also hier diese Elementarsteine da zum Aufwerten des Equips. Jo, hab dann immer die Gegner umgeballert, später hat das sogar gut geklappt, besser geklappt. Das hier war noch eine frühe Aufnahme, wo ich teilweise sogar Waffen dann mal durchgetestet habe und so weiter. Und ja, wenn ihr dann 3-4 mal den Seltenheitsbonus hochgedrückt habt und dann oben zum Boss geht und den dann halt umhaut, dann bekommt ihr richtig fetten Loot. Also es war schon richtig heftig gewesen, weil man natürlich beim Boss selbst, bei der Stage selbst, ich glaube, 9-fachen Loot bekommt oder sowas. Plus, was man vielleicht hier bei den Gegnern noch bekommt. Ja, und da hatte ich wirklich Runden gehabt, da habe ich dann, was weiß ich, 4 epische und 5 legendäre bekommen, also Teile oder sowas. Hatte ich das nicht aufgenommen, habe dann gedacht, oh, Moment mal, da mache ich vielleicht doch wieder ein Video dazu. Auch wenn das natürlich irgendwie bekannt ist, was ist jetzt überhaupt das Besondere an dem Video, ist halt das, dass ihr vielleicht doch den Seltenheitsbonus dann immer mitnimmt, auch bei den Bossen und so weiter, euch einfach merkt, wo sind die komischen Rastplätze, nur dort die Gegner bekämpft und dann weiterlauft zum Boss umkloppen und so weiter. Und da braucht ihr auch in der Gruppe, wenn ihr da echt eine fähige Truppe habt, müsst ihr gar nicht viel rennen und bekommt dann, sage ich mal, echt schon soliden Loot zusammen, der sich richtig gewaschen hat. Also es müsste auf jeden Fall so gehen, auch im Solo-Play ging es hier halt wirklich wunderbar, wie gesagt. Und hat dann schon Bock gemacht, also haben sie schon auch an einem Kritikpunkt gearbeitet, den man vielleicht vorher nicht so gefeiert hat, wo man gesagt hat, boah, dauert ja ewig, bis man einen guten Loot bekommt und so. Und das funktioniert eigentlich über die Schiene halt wirklich super. Und ich denke, im Multiplayer funktioniert das dann noch besser, weil man natürlich auch andere Absicherungsfunktionen in der Gruppe hat und so weiter und so fort. Also funktioniert, denke ich mal, da schon besser. Ihr seht es jetzt hier, es ist ja zusammengeschnitten, obwohl ich hier jetzt noch nicht so gut equipped war. Das war noch, wie gesagt, einer meiner ersten Runs hier. Und hat das ja trotzdem eigentlich ganz gut geklappt. Mittlerweile dürfte das noch viel besser laufen, weil ich dann danach eigentlich mal meine Rüstung abgegradet hatte, wirklich auch mal drauf geachtet habe, da relativ schnell halt die Rüstwerte hochzusetzen und die ganzen Bonis hochzusetzen, dann über die Steine und so weiter. Ja, und dann seht ihr hier halt den Kampf, dann die Tränke schlucken, Special rausdonnern, am besten halt den Magier halt platt machen am Anfang, der stresst halt, wobei man da auch eine andere Taktik fahren könnte, hinter diese Schutzwelle, hinter diese Mauern zu gehen und zuerst den Tank wegzumachen, dass der nicht rumstressen, so, das geht dann auch mit ein bisschen Geduld. Ihr müsst auch eigentlich gar nicht so viel ausweichen, wie ich da mache. Also man kann den Boss hier generell eigentlich ganz easy machen, indem man zum Beispiel jetzt den Tank anwählt und dann einfach ganz gemütlich wegrennt, ein bisschen Damage macht, die Ads dann hier immer mal wieder wegkloppt, und dann geht das wirklich super easy von der Hand, auch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe sogar geschafft, dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das auch zu schaffen.
Leider war es dort so, da bin ich doch 2-3 Mal umgekippt und dann, glaube ich, ist der Seltenheitsbonus der Zelte weg. Also es sollte bestmöglich im ersten Run klappen. Ich glaube, so ist es. Weil man wird zwar dann hier beim Boss wieder respawnt, aber das sind die Seltenheits-, also ich habe Seltenheitsbonis weg, oder ihr bekommt einfach einen Malus auf euren Loot. Auf jeden Fall habe ich also ich habe nur grauen Loot und so bekommen. Wie gesagt, vorher habe ich immer episch und legendär und so bekommen. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr da nicht umfällt und so. Und dann könnt ihr halt richtig nicen Loot da abstauben. Ihr seht es ja, großen Gefahr komme ich da eigentlich nicht. Da kann man die so easy da wegmachen. Später, wenn man das sich, wenn man sich da mal ein bisschen dran gewöhnt hat ans Gameplay wieder, vielleicht die Specials und alles mögliche ordentlich nutzt und vielleicht auch wirklich auf Sicherheit spielt, wie gesagt, die Ads dann hier wegmacht und so, dann geht das alles noch besser von der Hand und leichter, und wie gesagt, ihr habt dann ja auch besseres Equipment, mehr Trefferpunkte, mehr Rüstwert und so weiter, dann geht das nochmal geiler und dann könnt ihr halt super geil euch hier equipped zusammenfarmen. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal mit euch zusammen machen und so. Und hier sieht man es dann jetzt da selten, episch und auch legendär hier ein bisschen was. War, wie gesagt, war jetzt nicht der beste Run. Da habe ich nochmal was zusammengeschnitten. Auch wieder selten, episch und wieder legendär. Seht das halt. War schon mega geil. Ja, und der andere Teil des Videos ist folgender. Hier aus dem DLC-Gebiet die zwei Attributspunkte, die ich noch offen hatte, wollte ich euch mal noch zeigen. Einmal der erste Level hier müsst ihr halt, ich hab mich jetzt entschieden, das folgendermaßen zu zeigen, hier rechts rum, dann kommt ihr irgendwann an diese Stelle. Das wird eigentlich auch immer prominent angezeigt hier. Ich glaube, das habe ich schon im normalen Durchgang gemacht. Dann hier durchdodgen, wenn ihr so wollt, oder halt also die Rune hier aktivieren. Ihr könnt auch das Feuer natürlich links holen, habe ich jetzt nicht genommen. Und wenn ihr dann weiterlauft, auf dem linken Weg sozusagen, dann kommt irgendwann diese Stelle hier, da müsst ihr hoch und müsst euch dort auch eine weitere Rune holen. Bei beiden Stages ist es so, dass man 4 Runen aktivieren muss, um dann ein Portal, glaube ich, freizuschalten, das einen dann weiterführt zum zusätzlichen Attributspunkt. Ja, und dann hat man halt 2 weitere Attributspunkte, die einen auch wieder verstärken. Da bin ich auch, ja, ich bin jetzt bei ihr auf Stärke gegangen, wie gesagt, aufgrund körperlichem Schaden und aufgrund Rüstwert, was super wichtig ist in dem Game. Ich denke, Stärke ist wirklich für fast alle Klassen mit der beste Wert, finde ich mal. Und dann habe ich mich für Charisma noch entschieden, weil es halt ihr Basiswert ist, auf den man aufbauen sollte. Ja, und dann folgendes, wenn ihr dann weiterlauft in die Mitte und dann halt den anderen Weg geht, da müsst ihr praktisch drauf achten. Da gibt es 2 bisschen verstecktere Runen, einmal hier gegen Ende auf der rechten Seite runterjumpen. Da müsst ihr euch eigentlich merken, 2-mal rechts sozusagen. Und bevor ihr wieder durchs Portal durchgeht, das kann man verpassen, müsst ihr hier rumgehen und dann dort die Rune aktivieren. Dort müsst ihr euch also auf dem zweiten Weg sozusagen, müsst ihr euch ein bisschen rechts halten und so könnt ihr dann halt eben das Portal freischalten. Ich glaube, das zeige ich jetzt auch noch. Dort ist auch noch dieser Secret Boss, den man dann machen kann. Und dann habt ihr, wie gesagt, das Attributspunkt hier abgestaubt. Wenn ihr Multiplayer spielt und so weiter, gibt es da sicherlich immer Leute, die das auch alles wissen und kennen und so weiter und das dann auch finden. Ist kein Problem. Ein paar Multiplayer-Runden und ihr habt das, irgendjemand wird schon irgendwas finden. Das gilt ja eigentlich für alle Dungeons in dem Spiel. Aber ich wollte es trotzdem mal noch gezeigt haben, weil es mich einfach, ja, weil ich gedacht habe, es ist ein bisschen was zusammengekommen mit den 2 zusätzlichen Attributspunkten, die ich halt hier genommen habe. Und halt auch mit diesem Looten wieder, dass ich euch erklären kann, wie komme ich überhaupt auf mein Equip, dass ich euch vielleicht in den nächsten Folgen dann mal zeigen werde. Ja, und dann hier im zweiten Stage war es dann folgendermaßen, ist ein bisschen komplizierter, wenn man so möchte. Ist nämlich direkt am Anfang, kann man das verpassen, direkt die Stage geht los und ihr könnt hier direkt hochjumpen. Das habe ich tatsächlich am Anfang übersehen und wenn man das dann natürlich verpasst, diese Rune, wo ich gerade drüber geglitten bin, dann ist direkt vorbei. Hier müsst ihr euch also 2-mal rechts halten, ein bisschen weiter in der Stage, bevor es unten auf das Hauptfeld sozusagen geht, könnt ihr auch wieder hier hochgehen. Ist auch ein bisschen tricky, weil man unten das Portal schon sieht, das ist aber das Portal, das einen zurückführt, das seht ihr jetzt gleich. Und dieses Portal führt euch auf die andere Seite und wenn ihr unten normalerweise steht, seht ihr nur diese Rune und eben dieses Portal von, so seht ihr das dann halt. So, und dann denkt ihr, oh, warum kann ich durch dieses Portal nicht durch? Ja, das ist die Erklärung, weil ihr kurz vorher
oben rechts rein müsst. Diese Rune hier ist super einfach zu finden. Klar, einfach hier durch. Das ist dann dieses Hauptfeld, wo ihr unten ankommt. Das sind, glaube ich, 2-3 Wege. Und dort könnt ihr dann diese Rune freischalten, ganz easy. Und die letzte Rune ist dann tatsächlich auch dort, wo dieses Portal dann auch ist, ein bisschen weiter links oben. Das seht ihr jetzt hier, da müsst ihr bei der zweiten Fläche, an der ihr dann praktisch ankommt, wo ihr diese Totems dann da abschießen müsst und so weiter, seht ihr auch hier links wieder dieses Dreieckzeichen, von wegen dort ist die Rune. Hier vorne seht ihr schon, 3 Runen sind aktiviert und die vierte fehlt noch, die ist dann halt direkt hier vor Ort. Und dann könnt ihr euch auch diese Rune abstauben. 2 Attributspunkte, ein bisschen gelootet, ein bisschen gelevelt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir hier weiter mit Auralla und da werde ich euch vielleicht mal ein bisschen Builds oder Endgame-Equip oder sowas zeigen. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.